wird er sich damals wohl schon aufgeregt haben, wenn man der mit mal aus der Bundeswehr eine Berufsarmee machen will, weil der Russe das so will und der Chinese, weil die natürlich Angst haben vom Deutschen. Das geht natürlich immer noch nicht raus aus den Köpfen, was ein kleines Land macht, also, was so also ein Deutscher fähig ist und so. Und dann scheinen sie ja wohl die Armee kaputt zu machen. Und ich rate davon auch ab, da weiterzumachen, ne? Dass man das sofort stoppt, dass man das erstmal lässt und sich das mal genau überlegt. Ne? Weil das ist jetzt erstmal wichtig, weil der Russe wird immer aggressiver und der Chinese auch und so. Und die BRD ist das einzige Land, was noch eine schöne, schlagkräftige Armee unterhalten kann. Neben Frankreich und England und so weiter. Und das ist doch ganz wichtig in Deutschland, in Europa, dass der Deutsche demnächst noch schöne schlagkräftige Armee hat. Und Deutsch ist eben doch Deutsch. Das sollte man sich doch genau überlegen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich da gehört habe. Wir wohnen ja ein bisschen ganz schön isoliert, aber wie gesagt, wir hören jetzt auch mal ein bisschen Radio und wir staunen, was in der Welt los ist. Da möchte ich auch nochmal sagen, also Syrien war ein ganz wichtiger Verbündeter für die Russen. Die ganzen Jahre. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, andere wissen ja auch Bescheid. Aber ich möchte auch nochmal eindeutig sagen, vielleicht ist es noch nicht so angekommen. Vielleicht kommt es jetzt eher an, also Afghanistan. Afghanistan hat den Russen das Knick gebrochen. Ne? Afghanistan hat die Sowjetunion aufgelöst, kein anderes Land. Nicht die DDR und kein anderer Ostblockstaat. In Afghanistan haben sich hemmungslos und mit einer Brutalität, was die Welt ja nie gesehen hat, weil die paar Filmberichte, die da kamen, der Russe hat sowieso nichts gezeigt. Also, die haben da nur bombardiert. Und heute weiß ich auch, dass ich die Bilder nie im Dings gesehen habe, im Fernsehen. Die haben da nur raufgehauen, was sie raufhauen können, rücksichtslos. Das ist denen egal gewesen. Der Afghanistan hat man zu verdanken, dass der Ostblock zusammengebrochen ist. Aber was man da jetzt gemacht hat, ist ein riesiger Fehler. Die hängen alle weiter darin und saugen sich jetzt an der EU fest und holen sich da so schön die Gelder raus. Und ja, sie bestimmen hier Deutschland, ne? Diese beiden Krüschis ganz oben sind hauptamtliche Mitarbeiter der Stasi. Ich habe sie angeboten. Ich löse sie sofort ab. Das soll kein Problem sein. Und man muss schon der Schlange erst den Kopf abhauen. Dann muss man sehen, was da oben los ist. Das geht schon nicht mehr anders. Also, das ist doch ganz schön schlimm. Und ich möchte mal junge Menschen sagen, das ist so, sowohl meine Frau als auch ich, wir verstehen die Welt. Wir verstehen die Menschen, wir verstehen die Probleme. Die Psyche der Menschen ist nicht besonders doll. Aber ich zweifle im Moment, dass überhaupt ein Psychiater seine eigene Psyche versteht. Oh, da ist der Eichel her wieder, in aller Ruhe wieder. Ich halte auch schon mal drauf, unauffällig. So ein Eichel her, der ist so scheu und ich kann den Ton jetzt nicht nachmachen. Oh ja, das ist schon ein kleiner Junge. Ja, versuch einfach mal, vielleicht kriegst du ihn. Du müsstest ihn haben, er geht jetzt weiter Richtung Stamm. Richtung Stamm, zur Buche. Siehst du ihn? Sehr gut. So, und das möchte ich mir nochmal jungen Menschen sagen, das kann sich vielleicht gar keiner vorstellen. Wir verstehen das also. Ich habe wirklich die Wirtschaft und meine Frau auch, ich bin heute ganz sicher, die Wirtschaft des Ostblocks geleitet. So, wir verstehen menschliche Probleme und die Psychiater scheinen noch nicht mehr ihre eigenen psychischen Probleme zu verstehen. Und das ist schon ganz, ganz schlimm. Und genauso die Ärzte, das sind alles nur so mehr, was der andere gemacht hat und wie der Patient reagiert und darauf bauen sie auf und machen weiter. Das ist unbegreiflich. Und das leuchtet jetzt auch alles rein. Das konnte ich vorher nicht erkennen. Wir waren immer betäubt. Und deshalb sind diese im Westen nicht viel besser, aber sie sind besser. Weil die anderen konnten gar nichts. Die anderen haben sich nur gegenseitig eine Geschlechtsseite gespielt, das muss ich mal so deutlich sagen, und haben rumgetrunken, muss ich mal wieder ein bisschen gewählt ausdrücken, und schön ihre Drogen genommen und viel, viel Spaß gehabt. Ja, und ihre Abschlüsse haben sie geschenkt gekriegt. Und oh, wenn der Student mal ein halbes Jahr nicht da war und Papi, was weiß ich, da Rat des Kreises war. Also es gab Rat des Kreises, Rat des Bezirkes und dann Berlin. Also schon Rat des Kreises reichte und dann, das machte denn gar nichts. Dann hat Papi so einen kleinen Entschuldigungszettel geschrieben und dann geht's los. Und naja, und Sie sehen ja die beiden oben.
Sie müssen doch merken, dass Sie gar keine Vielfalt im Reden haben und dass Sie sich gar nicht vernünftig unterhalten können. Das ist wirklich so, wie ich gesagt habe, also hinten ein Euro-Stück rein und dann können Sie reden. Natürlich kann jeder rezitieren und reden und referieren und kein Problem, das kann man alles lernen. So ist der Mensch, genauso wie es auch keinen unmusikalischen Menschen gibt. Also jeder kann Lieder pfeifen, jeder kann Lieder trällern und so. Und das ist auch so, besonders Drogensüchtige, die sind dann auch sehr erfolgreich und Medikamentenabhängige sehr, früher habe ich mich immer gewundert, wenn ich das mal gelesen habe im Psychologiebuch, sehr erfolgreich in der Musik. Weil neben Drogen ist dann die Musik dann ihr Ausgleich. So, und unsere ganzen Supergruppen, was ich früher mehr gerne mal gehört habe, so wie Sweet und Slade und so, ja, wenn man sich anguckt, alle drogensüchtig. Wir haben jetzt Rock of the Pops oder so mal aufgenommen, ich glaube 2010, ne? Ja. Können wir uns nicht mehr angucken, also wenn ich mir als Psychiater die Drogensüchtigen mal angucke. Ich habe mich immer gewundert, wie sehen die immer versoffen aus. Früher habe ich immer gedacht, sie trinken ja, aber kann ich mir nicht angucken. Gute Lieder, viele Lieder gefallen mir, schöner Rhythmus, alles, aber angucken kann ich sie mir nicht. Ja, das wollten wir jungen Menschen nochmal sagen, damit sie uns vielleicht auch ein bisschen besser verstehen. Ich weiß gar nicht, habe ich genug gesagt, ne? Ja. Also es ist wirklich so, dass wir es erkennen und ja, ich glaube, ich muss einfach noch mehr zu uns sagen, sonst kann uns einfach nicht verstehen.